Servus und salve a tutti. Wir haben Dienstag, den 19. Juli. Es ist very early in the morning. Aber in diesem kleinen Clip geht es, weil er fertig ist, um den Nasdaq. Und die Überschrift, die ich auf dieses Thumbnail machen werde, ist gute Chance vertan. Bevor ich jetzt hier gleich zum Nasdaq komme, folgendes. Ich bin der Meinung, das ist nach wie vor kein Markt für lange Strecken. Es ist ein absolutes Eldorado für Daytrading, basierend auf 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, von mir aus auch Stunde. Da kann man richtig, richtig gut was machen. Aber für Endanleger ist das hier, ja, ich möchte schon fast sagen, frustrierend. Diese Empfehlung zum Beispiel, die ich letzte Woche gemacht habe, das war MTU und Lufthansa. Bei Lufthansa war auch ein bisschen Glück dabei. Da mache ich die Empfehlung, da kommt 24 Stunden später die Ad-Hoc-Meldung. Und dann steigen die von 5,75 auf 6,25 in 5 Minuten. Wenn ich sowas habe, MTU war ähnlich, MTU ging von 177 auf 186. Wenn ich sowas habe und es steigt so schnell in meine Richtung, dann muss ich Gewinnmitnahmen machen, Teilverkäufe muss ich machen und den Rest ziemlich schnell anziehen. Oder ich verkaufe auch alles. Nochmal, ich glaube nicht, dass das ein Markt ist für lange Strecken. Deswegen, wenn sowas einem mal ins Depot fällt, dann dankt dem Herrn für die Spende und nehmt es mit. Commerzbank war auch sowas, 5,75 und dann 6,20 waren sie im Hoch. Ich habe die, weil ich die ab und zu mal hier besprochen habe, die Commerzbank-Position auch deutlich reduziert. Ich habe immer noch welche und ich werde auch wieder unter 6 kaufen. Aber wenn das dann so schnell geht, nehme ich das mit. Was noch nicht so gut läuft, ist Deutsche Bank. Aber da habe ich mich auch darauf eingestellt, dass das länger dauern wird. Ich habe nach wie vor keine großen Positionen. Ich habe es eben mal durchgerechnet. Ich bin bei 11% im Depot. Mehr habe ich nicht und mehr will ich momentan auch nicht. Die Sparpläne sind wieder komplett angelaufen. Da habe ich ja das erste halbe Jahr nichts gemacht. Und im Juni und jetzt im Juli habe ich eben die Tranchen, die ich nicht gemacht habe, eingesetzt. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Steht jetzt eigentlich ganz gut. Aber jetzt kommen wir mal hier zum Nasdaq. Und der hat eben diese Chance vertan. Wenn euch das hier anschaut, ich mache das mal größer. Fangen wir mal mit diesem Dreifachtop, was wir haben, an. Das, sagen wir, rund bei 12.000 liegt diese Linie hier oben. Und interessanterweise, mich hat da neulich jemand wieder darauf aufmerksam gemacht, das hier ist der 50er EMA, exponentiell gleitende Durchschnitt. Ich gucke auf den nicht so. Das einzige Moment, oder der einzige Moment, wo ich mit EMAs arbeite, das ist eigentlich hier unten über das MACD. Ich habe lediglich hier den 20er drin als Simple Moving Average von den Bändern. Das ist aber auch alles. Aber in diesem Fall hat es geklappt. Mir erschließt sich das nicht, was diese Linie hier wirklich bringen soll. 50er exponentiell gleitende Durchschnitt. Ja, also der wird so oft über- und unterboten. Da finde ich die Sinnhaftigkeit von der 20-Tage-Linie viel sinnvoller. Das sehe ich allein schon hier wieder. Aber ich habe es mal reingemacht. In diesem Fall hat das also punktgenau getroffen. Respekt. Diese Magie um 12.000. Die ist deswegen, oder nicht 12.000, was sitze ich denn hier, 12.200. Diese Marke ist deswegen so wichtig, weil hier viel zusammenkommt. Wir haben jetzt einen Dreifach-Top im Chart. Wir haben eben diesen 50er exponentiell kleinen Durchschnitt. Wir haben aber auch das obere Bollinger-Band da. Ihr seht, die Bänder sind erheblich zusammengegangen. Wenn ich das allein schon nochmal hiermit vergleiche, die sind erheblich zusammengegangen, was eigentlich eine fallende Volatilität verspricht. Aber, und jetzt kommt das Aber. Wir haben ganz viele Zahlen in dieser Woche. Wo sind sie? Hier. Das ist viel. Ja, also mit Netflix. Ich weiß nicht, ob die das jetzt vorbörslich bringen oder nachbörslich. Weiß ich jetzt nicht. Dann kommt Tesla, Google, Microsoft, Facebook, PayPal, Apple, Amazon. Das ist praktisch die Creme de la Creme des Nasdaq im Sinne von Größe und nachfolgender Bewegung. Das kann richtig, richtig heftig werden. Also Amazon interessiert mich jetzt persönlich jetzt nicht mehr so. Aber das sind schon wirklich, das sind Bretter, die da auf uns zukommen. Deswegen, ich bleibe auch bei der Aussage, dass der Sommer, damit meine ich jetzt Juli und auch noch August, das wird ziemlich heftig. Wir warten jetzt auf die EZB wieder. Ab und zu sagt mal einer was von der FED. Jetzt haben wir die Geschichte mit der Turbine da für Nord Stream 1. Und mal ganz ehrlich, wenn ich Putin wäre, würde ich sagen, danke, dass ihr es repariert habt. Ihr kriegt trotzdem nichts. Solange ihr mir hier querschießt, kriegt ihr nichts. Also ich erwarte mir dadurch nicht irgendwie wild gesteigerte Gaslieferungen nach Europa rein.
Also ich würde es so machen. Ja. Der hat doch sämtliche Narrenfreiheiten. Der kann doch machen, was er will. Aber gut, das ist jetzt eine Spekulation und ein Spekulant, wie sage ich immer, ist ein Tier auf einer dürren Weide. Müssen wir mal schauen. Aber ich habe mich darauf vorbereitet, dass es heftige Bewegungen geben wird. Und ich möchte euch das auch nochmal rüberrufen, bleibt klein. Und eben, wenn sowas ist, wenn man einen schnellen Deal gemacht hat, dann nehmt ihn auch mal mit. Ich rechne also nicht, selbst wenn wir das hier gebrochen haben, rechne ich nicht damit, dass wir irgendwie auf die 16.000 gehen. Denn wenn wir das hier brechen bei der 12.200, dann haben wir hier im Bereich von 13.000 schon wieder das nächste. Und das ist das eigentlich Wichtige hier. Die sind nice, nice to have, auch wenn es gebrochen wird. Aber das ist das eigentlich Wichtige, weil dann werden wir nämlich A, B, C, B, C, B, dann hätten wir das hier überboten, dann ist dieser Abwärtstrend erstmal ad acta gelegt. Noch was zu Trends, ich habe hier so eine blaue Linie eingezeichnet. Das ist jetzt hier vom 5.4. ist einfach mal die Hochs miteinander verbunden. Ja, was sehe ich denn da? Okay, wir gehen drüber, wunderbar, gehen auch ein bisschen hin, aber das ist für mich, ich mag sie nicht so, die Vertikalen. Ich finde die Horizontalen hier wesentlich interessanter. Also ich nehme das für mich auch hier raus, will das gar nicht sehen. Alles Geschmackssache. Jetzt am Börsentag habe ich, weiß nicht, mit so vielen Leuten gesprochen und jeder geht es anders an. Und das ist das, was ich mal sage, zwei Händler haben drei Meinungen. Also für mich ist dieser Punkt hier, um die 12.200, Schlusskurs bitte, ist ganz, ganz wichtig. Das Gap hier nehme ich zur Kenntnis, aber das ist für mich mehr oder weniger geschlossen schon. Also ich bin da jetzt nicht päpstlicher als der Papst. Aber das ist ein ganz wichtiger Bereich. So, jetzt haben wir den wieder versagt. Wir sind von der Technik her hier neutral, genauso über den Oszillator, da ist nichts zu sehen. Ich muss damit rechnen, nachdem es gestern also dann doch eher eine Enttäuschung war, wie er sich verhalten hat, der Nasdaq, dass er nochmal hier Luft holt. Für dieses Luftholen habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Im Moment habe ich hier zwei Calls und das werde ich auch ganz genau beobachten. Deswegen packt die bitte auf die Watchlist und dann mal schauen, wann welcher drankommt. Von dem Call her habe ich einen bei 10.968, da sind wir unter diesem Juni-Tief, hier. Das ist für den Fall, dass er eine schnelle Reise nach unten macht, um dann zu sehen, ob er dann auch wirklich hier stoppt und nochmal hier so einen Doppelboden macht. Das ist im Moment ein 13er Hebel, aber der kann sich ganz schnell aufbauen. Das ist die GK61-7T. Sollte der jetzt hier nur ein kleines Lufthol machen, so eine kleine Schnappatmung, und dann durchbrechen, kann ich näher ran. Und dafür bietet sich meines Erachtens nach dieser hier an. 11.249, da sind wir hier drunter. Das ist die GK6EEJ. Aber dazu muss er drüber. Also wenn er drüber geht, tendiere ich zu dem kürzeren, also zu dem mit der höheren Basis. Und wenn er das unterbieten sollte, dann schaue ich mir den hier genauer an. Bei den Puts habe ich so gemacht, für den Fall, dass der hier überall durchrasselt, habe ich einen 13.085er. Da sind wir hinter diesem meines Erachtens nach sehr wichtigen Zwischenhoch. Das ist im Moment ein Hebel 10, das ist die GK4QH0. Nochmal zusammengefasst, ich glaube nicht, dass das hier eine, sagen wir mal, eine Basis ist für längere Strecken, weder nach oben noch nach unten. Das ist noch nicht so weit. Eine längere Strecke erwarte ich, wenn wir das hier überbieten. Dann vielleicht, ja. Oder auch wenn wir das hier unten unterbieten, dann auch. Aber hier jetzt zu sagen, wir gehen von hier 1000 Punkte hoch oder runter, halte ich für schlicht unmöglich. Das bleibt weiterhin fest in der Hand von den Daytradern. Achtet auf die Zahlen, die da kommen. Die können erhebliche Ausschläge auslösen, zumindest in den einzelnen Werten. Die Währung, ich habe sie zwar so ein bisschen im Blick, aber das interessiert mich eigentlich nicht so. Und dann noch eins, nehmt also die kurzen Strecken, wenn ihr da vorne liegt, relativ schnell mit irgendeiner Bewegung, nehmt es auch mit. An Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Mehr kann ich jetzt hier momentan wirklich so nicht sehen. Also ich bleibe klein, ich rechne mit dem heißen Sommer so und so, so temperaturmäßig und aktienkursmäßig, bleibt klein. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.